It seems the transport ship landed near the ancient ruins in the south of the Silverzar Desert. Oh, the ancient ruins, huh? I always figured there was some kind of connection between the great tablets and all these planetary ruins. I was right after all. You sure are a sharp one, boss! Oh, shut up! They'll spot us for sure if we land this close. What should we do, Captain? Let's hit the port in Salgan. From there, we'll approach through the desert. The desert? Not too sure about that. That's the only way in. If we approach in plain sight, they'll spot us before we get there. Besides, Jaster knows this planet inside out. I say we go through the desert. You scallywags have a lot of nerve to be whipping up strategies, you know! Of course, as the first mate, I'll have to okay anything you come up with. Give it a rest, Puffykins. Well, Captain, what should we do? Why, I never! Now listen up, you dogs! We'll land at the port and proceed through the desert. Now quit dawdling! Jaster, Rosa's your home planet, huh? Must know your way around. Of course. The desert is through the residential area's south gate. We'll make our way through Silverzar towards the ancient ruins. Don't worry, we can do it. Wow, und ich kann endlich mal wieder spielen. Das ist ja der Hammer. Also es ist ja wirklich einiges auf uns eingeprasselt jetzt. Also die Ereignisse haben sich überschlagen. Auf Verdan haben wir Gale besiegt, der hinterher getötet wurde von seinem komischen Kameraden, weil der wahrscheinlich seinem Vater irgendwas angetan hat. Digo gehört jetzt zu unserer Crew. Ja, er hat seine Freundin hat er zurückgelassen, hat sie erst davon abgehalten, dass sie abhaut, und dann hat er sie selbst zurückgelassen. Oh mein Gott! Die Tafel wurde geklaut. Und jetzt kommt noch was inzwischen, wahrscheinlich wieder der Doktor. Wahnsinn, was da alles passiert ist. Wie lang ging diese Zwischensequenz? Die hat doch bestimmt 20 Minuten gedauert. How are your adventures coming along, Mark? Something terrible's happened. It's Daedron. They took the Great Tablet. Daedron? I see now. So that would explain why things have been so frantic around here. It all makes sense. But it's okay. Jaster and his team won't give up. They're going across the desert to take it back. I've never seen anything like this. I love traveling with these guys. I'm having a blast! Don't do anything silly now. Let me make an upgrade to Steve's self-defense system, just in case. No, don't! Mark. Everyone's doing their best. The others would be in trouble if Steve ever ran away. You're right. I'm sorry, I shouldn't have assumed. But take care of yourself, Mark. Hat er wieder das Update bekommen. Huh? Oh, it's you. I didn't see you come in. I was kind of distracted. Here's the data you asked me to get for you, Dr. Picacho. I was able to pull it off the mainframe directly. Thank you very much. Sure. So, how's Mark been doing lately? He's just fine.
I feel terrible for making you spy for me like this, especially since you and Mark were childhood friends. No, it's all right, Doctor. It doesn't matter. I'm happy as long as Mark's doing okay. Well, see ya. Oh, by the way, some Datron investigators came by the other day trying to dig up information. Be careful, okay? I will. Thank you. Okay, der kocht auch da irgendwie sein eigenes Süppchen. Also, ehrlich, dass so viel passiert. Eine echte Storybombe explodiert. So, wir werden jetzt hier schön die Lampe benutzen. Angriffs plus Level 1. Sehr gut. Erstmal noch da oben die Schriftrolle. Brennschlag Level 2. Sehr gut. Da brauchen wir noch eine Schriftrolle. Das können wir einsetzen. Das können wir einsetzen. Oh, 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 hier. Die Dorgan Goas Münze können wir da einsetzen. Geil. Sternschnuppe ist ein Angriff. Mega cool. Hier geht's noch weiter. Ein Energietrunk können wir da einsetzen. Und das Ding. Und das war immer noch nicht alles. Nee, das können wir auch noch machen. So, das war alles. Kisala geht nicht. So, jetzt erstmal hier schön das Fleisch. Damit wir endlich mal mit Digo anfangen können. Superkämpfer. Sehr cool. So, Jagomilch, okay. Da geht noch was. Hier einmal. Da gehen dann auch wieder Sachen auf. Durchwurf. Wow, einiges geöffnet. So, Bananas. Bisschen Eisen. Diese komische Sanchez-Frucht. Und so ein Drachenkopf. Das war doch schon mal ganz gut. Er bekommt diesen Kochpot. Gar kein Problem. Noch irgendwas? Nee. Ah, oh, er kann das hier nehmen. Cool eigentlich. Schmetterkugel. Wir müssen ja dafür sorgen, dass alle Charaktere mal so ein bisschen sich verbessern. Ich kann ja nicht immer nur dieselben verbessern. So, Dille. Dann speichern wir mal gerade hier ab. Und dann wollen wir mal gucken. Wir sind also wieder auf Rosa zurückgekehrt, an unseren Anfangsplanet. Wir haben jetzt knapp 14 Spielstunden hinter uns. Das ist auch schon eine Menge, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich hin muss. So genau, naja, aber ich glaube, wir müssen da entlang. Schätze ich zumindest mal, dass wir da lang müssen. Vielleicht aber auch nicht. Ah, guck mal, da steht Digo. Mit dem mal reden, was er so sagt. Der legendäre Planet Eden. Davon träumt der Captain. Aber ich hatte keine Ahnung, dass die große Steintafel, welche die Minenarbeiter erwähnt haben, etwas mit Eden zu tun hat. Ja, das konnte man auch nicht ahnen. Zegrim, ich zähle auf dich, Jester. Ja, aber ich kann dem irgendwie nicht so ganz trauen. Kommen wir hier an Deck? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir kommen hier an Deck. Und von da aus müsste es dann eigentlich ja auch runtergehen. Kisala und Digo wieder. Können wir eigentlich jetzt mal einstellen, wen wir mitnehmen wollen? Oder müssen wir die mitnehmen? Ja, wir können tauschen. Okay, Level 32. Ah, hier sieht man nicht, in welchem Level die sind, ne? Ja, okay, wir bleiben erstmal bei Kisala und Digo noch kurz. So, wir sind also wieder in Rosa. So, ich will gleich mal gucken, ob wir dann auch während des Spielens jetzt hier Rosa Raumhafen
So, jetzt sind wir ja auf Rosa. Können wir jetzt hier auch noch unsere Verbündeten einfach so wechseln? Ja, können wir. Obwohl, weiß ich gar nicht. Muss ich ja erstmal gucken. Ja, doch, können wir. We're dealing with Datron here. We'd best prepare for when we're discovered. So, dann wollen wir auch mal zurück. Wir haben übrigens immer noch keine Schlüssel gefunden, um irgendwelche besonderen Truhen aufzumachen. Ist auch ein bisschen schade. Aber wir könnten ja mal Raoul besuchen, oder? Waren wir ja jetzt auch sehr, sehr lange nicht mehr bei Raoul. Ob es hier auch noch Monster gibt, die uns attackieren? Und ob die mitleveln? Nein, können wir jetzt nicht. Ja, zumindest hier greift uns mal noch nichts an. Das muss aber nicht unbedingt was heißen. So, da hinten. Achso, Selgin-Wohnbezirk, ja. Hier gab es auf jeden Fall immer Kämpfe. Aber hier gibt es natürlich auch Läden. Ich will auf jeden Fall, bevor wir hier irgendwas machen, möchte ich in einen Laden rein. Ich muss unbedingt meine Sachen auffrischen. Hier ums Eck ist ein Laden. Ich hoffe mal, dass das einer ist, wo wir Gegenstände bekommen. Hereinspaziert, ja, mein Freund, hereinspaziert. Ja, das ist sehr, sehr schön. So. Heiltränke erstmal auffrischen. Erholungsaroma. Achso, diese Dinger. Ja, brauche ich ja jetzt nicht. Okay, aber Dreifachheilung können wir hier nicht, nicht kaufen. Ja gut, haben wir das aufgefrischt? Schade, Dreifachheilung wäre vielleicht auch noch ganz cool gewesen. Aber sei es drum. So, durch diese Tür müssen wir speichern. Oh Mann, ich wollte abspeichern. If we go through the desert from here, we'll reach the ruins. But this area can be dangerous. It's rife with beasts. That scares me a little. But as long as you're here, I don't mind. I've never been a big fan of deserts myself. This is the only way we can approach without the enemy spotting us. Oh, but I sure do hate this heat. Oh. Hey, Jaster, you sure this is all right? I mean, I really don't want to drop dead out there. We'll be fine. Come on. Na okay, das war nur noch mal. Oh, was ist jetzt? Ach du Schande, ja, die haben natürlich gar keine Chance. Ja, allerdings bringen die auch überhaupt nichts an Punkten. Also die Gegner leveln nicht mit, wie wir sehen. Ja, wir speichern hier mal kurz ab und dann möchte ich noch einmal kurz auch zur Ruine. Quatsch, zur Ruine, zur Kirche, wo Raoul drin ist. Weil, wenn wir schon in der Nähe sind, müssen wir auf jeden Fall da mal vorbeischauen, oder? Nahe der Kirche, genau. Ich frage mich, ob Raoul was sagt oder ob wir ihn überhaupt finden. Oder ist vielleicht irgendwas passiert? Man weiß es ja nicht. So, da ist die Kirche. Doch, Raoul ist da. Die Silversaat-Wüste war früher so friedlich, aber jetzt ist alles anders. Die Bestien bei den Ruinen können ganz schön zulangen. Sei da draußen vorsichtig, Jester. Was, wir sehen uns jetzt wieder und dann mehr passiert da nicht? Alter, hätte ich jetzt mir aber gedacht, dass das ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, irgendwie ein etwas
emotionaleres Wiedersehen ist. Aber gut, wenn die nicht wollen, dann eben nicht. Dann gehen wir wieder zurück. Ich dachte nur, vielleicht gibt's da ja irgendwas, storymäßig auch. Aber wohl nicht. So, hier führt uns unser Weg hin. Ach du Scheiße, das ist ja wirklich Wüste hier. Die absolute, totale Wüste. Ja. Das haben Wüsten so an sich, dass es da warm ist. Aber die haben für diese Verhältnisse, die es ja, die PS2 bietet, haben die ja wirklich eine, Alter, eine saugeile Wüste gemacht. Das sieht schon alles ganz cool aus. So, hier gibt es dann mal wieder zwei Wege. Wir gehen mal diesen Weg hier. Wir müssen hurry up, or else they'll get there ahead of us. Hier gibt es doch mit Sicherheit Kämpfe. Was, wir sind jetzt einfach nur hier doof im Kreis gelaufen? Okay. Wow, wow, wow. Draufhauen, draufhauen. Oh, was ist das? Ja, die sind eigentlich kein Problem. Und das Vieh ballern wir auch weg. Okay. Oh, die geben schon ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Es hielt sich auch in Grenzen von der Stärke her bei denen. Okay. Bisschen umgucken, ob wir hier irgendwo Truhen haben, aber sieht erstmal nicht danach aus. Also wir können da entlang oder da entlang. Was ist mit der Frau hier? Amlu. Oh Mann, es ist so heiß. Ich werde einen Sonnenbrand dritten Grades kriegen. Ja, meistens sagen die nichts Interessantes. Oh, was ist das? Immer draufhacken. Wie, die ist tot. Ja, kein Problem. Habe ich nicht aufgepasst. Ja, mach mal Superkämpfer. Mich interessiert das auch. Yeah. Und da ist der Superkämpfer tot. Na, kill ihn. So. Da macht der Superkämpfer und kippt tot um. Das ist auch nicht normal. Ja, Digo. Was ist los mit dir? Warum kippst du denn aus den Socken? Ah ne, dann sollte schon zweimal machen. Ah, hier gibt's Truhen. Aber wahrscheinlich können wir davon nur eine öffnen. Oder das sieht nur so aus, weil es am Schatten liegt. Sehen wie normale. Wow. Alter, was war das für ein Schlag? Wieder ganz schöne Brockengegner hier. Obwohl ich die eigentlich ganz gut im Griff habe. Oh nein. Ah. Immer drauf, immer drauf. Oh Mann, aber hier kann man gut leveln, also das ist schon mal sehr nice. Das werde ich wahrscheinlich auch mal machen. Das sieht auf jeden Fall hier nach normal. Oh, Zipangu-Axt, sehr schön. Das ist wahrscheinlich eine Waffe für Digo. Und nochmal zwei Flammengott-Dinger da. Oh, da muss ich mal, erstmal muss ich hier kurz gucken. Digo kriegt auf jeden Fall einen ab davon.
Nö, die nehme ich. Sehr schön, haben wir da auch schon wieder FP-Effizienz erhöht. Hier, ah, hier so ein Schmieröl, da haben wir ja genug von. Und so ein komisches Bonbon müssten wir auch noch genug haben, genau. Er kann noch was. Ah, hier. Haben wir auch gerade bekommen. So. Er braucht auch so einen Stein, ja klar, kein Problem. So, erstmal das ausgerüstet. Dann muss ich noch, nee, nicht Verbündete. Sorry, Gegenstand. Obwohl doch Verbündete, natürlich. Geht doch viel einfacher, wenn wir hier... Ausrüstung. Jawohl, da haben wir die Axt und die ist ja sowas von deutlich besser. Richtig geile Axt. Yeah, die sieht doch mal cool aus. Die sieht doch mal wirklich cool aus. Also Digo gefällt mir. Mir gefällt das Design von dem Charakter sehr gut. Und er ist auch ja ein tiefsinniger Charakter. Nicht so flach. Aber es gefällt mir eigentlich bei allen ganz gut. Wow, ganz cool. Das Problem ist nur, dass die sehr viel abziehen, die Gegner. So, Engelskuss. So. Gehen wir mal dazwischen. Jawohl. Oh, Schädelkette. Geil. Hatten wir auch noch nicht. Sehr gut. Kisala. Was? Lilika ist auch aufgestiegen. Es lohnt sich doch hier die ganzen Gegenden auch mal ein bisschen abzusuchen. Die Axt hätten wir ja nie gefunden sonst. So, was sagst du so Schönes? Seufz. Schon wieder höllisch heiß. Ich fühle mich, als würde ich verwelken. Ja. Ich meine, das müssen sie doch gewohnt sein. Oh, ein Skorpion. Oh, verdammt. Ich passe nicht auf, ey. Was ist denn da los? Aber wir haben genug Wiederbelebungen, also... So, mach nochmal einen Superkämpfer. Oh, Moment. Auch sie macht jetzt mal ihren Dolchstoß, dass sie stärker wird. So. Ja, Herausforderung verloren natürlich, aber Mondband, also wir finden hier ganz viele neue Sachen. Das freut mich doch. Das freut mich doch sehr. So. Oh Mann, schon der nächste Kampf. Oh, diese Geier, die machen auch recht viel Schaden. Oh, fuck you. Da bin ich ja selber gestorben. Gab es nicht so eine mehrfache Wiederbelebung? Eigentlich schon, ne? Aber egal. Jester und... Wow, die sind so stark, ey. So, Durchwurf. Haben wir auch noch nicht gesehen.
Okay. Es gibt natürlich immer ordentlich Sachen, ordentlich Kohle und Punkte. Aber so ein Speicherpunkt wäre jetzt auch ganz cool, so langsam mal. Immerhin sind hier noch Leute unterwegs. Mal gucken, was da auf dem Schild steht. Gleich mal gucken, was da auf dem Schild steht. Wow, 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 haut ab. Ja, holen sie runter. So, ohne hinzugucken. Oh, Elixier bekommen, cool. Irgendwas? Keine Ahnung. Alte Ruinen geradeaus, ja. Oh, das sieht auch geil aus. Da sind die alten Ruinen, sehr schick. Da wollen wir auch hin. Jawohl. So, erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Nein, ich mache keine maximale Heilung. Oh, ich habe gar keine Aktionspunkte. So. Kill him. Jawohl. Schön, dass wir eine Waffe haben. Das macht echt Spaß, die abzuschießen. So. Was? Ach, haben wir wieder zu viel von irgendwas, hä? Ja, komm. Schmeiß es weg. Hat ja keinen Sinn. So, hier sind die Ruinen. Da können wir dann auch endlich mal speichern. Und Ralf hat kein Geschäft, hä? Die alten Ruinen liegen direkt voraus. Dort ist es gefährlich. Sie sagen, wenn man sich verirrt, entkommt man nicht mehr. Blub. Aber hier haben wir noch zwei Kisten. Das ist auch nice. Jawoll. 4x3-fach Heilung. Wow, und 7 Mond dreimal erlangt. Ja, da werden wir hier natürlich auch wieder... Nee, bevor wir abspeichern, möchte ich gucken. Hier gehen nämlich wieder Enthüllungen. Und zwar einige. So, Kisala ist jetzt mal dran, wieder was zu enthüllen. Die Lampen sind beliebt. Heilig plus. Okay, wieso nicht? So, sind noch die übrig. Was ist eigentlich mit Chupis? Der muss da auch mal hier. Der kriegt erstmal so ein Ding. Jojo-Schock, okay. Warum nicht? Oh, da hat er den Totenkopf-Anhänger. Geil. Kriegst auf jeden Fall erstmal das Eisen. So, Zagrim. Ich weiß nicht, wie weit wir den noch brauchen, weil es kann ja sein, dass der ein Arsch ist und uns verlässt. Blitz. Aber ich weiß es nicht, deswegen will ich ihn auch nicht komplett irgendwie außen vor lassen. Ich meine, da habe ich ja dann auch nichts von. Oh, Jupis ist tatsächlich der Einzige, der diesen Skelettanhänger da kriegen kann. Okay. Gut zu wissen. Ja, doch. Wir wollen natürlich abspeichern. Der Weg bis hierhin war beschwerlich. Ja, vielleicht werde ich auch zwischendurch mal offline ein bisschen level. Wir sind jetzt hier in einem Gebiet, wo wir durchaus viele Erfahrungspunkte bekommen. Hier ist also eine Gegend, wo es sich mal wieder lohnen würde, ein bisschen zu grinden. Weil die Gegner doch recht stark sind und ich weiß nicht, was mich in den Ruinen da erwartet. Auf jeden Fall hat es mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid dabei und bleibt dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ringehauen. Bis zum nächsten Mal.